Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 13. Und wir sind hier mitten in den, was weiß ich, wo sind wir eigentlich? In irgendwelchen Bergen. Und er führt wieder seine tollen Revolvertricks hier aus, habt ihr gerade gesehen. Und wir schießen uns hier so durch die Wälder und legen irgendwelche Holzfällertypen um, die uns irgendwie auch tot sehen wollen. Und wir sind auf der Suche nach einer kleinen Hütte. Und diese Hütte ist vollgestopft mit bösen Männern. Das weiß ich noch. Und da wollen wir hin. So, jetzt gucke ich mal hier längs. Sieht alles recht harmlos aus, aber das ist alles nur mehr Schein als Sein. Level abgeschlossen. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Dann kommt jetzt die Sache mit der Hütte, denke ich mal. Das hätte ich jetzt auch noch in den letzten Part mit reinnehmen können. Das wusste ich aber nicht mehr, dass jetzt hier das Level zu Ende ist. Egal, macht ja nichts. Es geht direkt weiter. Ja, es geht schon los. Ich speichere trotzdem mal eben ab. Hier rüber, so. Und dann wollen wir mal kicken, was der jetzt gerade sagen wollte. Das war unser General, glaube ich. Bring Kim durch die Hintertür. Wir landen mit dem Helikopter in der Nähe. Okay. Sie ist doch... Ich soll Kim durch die Hintertür... Achso, das ist die, die im Haus drin ist. Ja, ja. Okay. Dann schnappen wir uns jetzt mal unsere Doppelläufige. Ganz schnell. Keine Bewegung. Ich bin's doch. Mein Gott, du lebst? Ja. Das Mädchen auf dem Foto. Auf welchem Foto jetzt? Der Chirurg hat fantastische Arbeit geleistet. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Foto er meint. War in der letzten Session wohl. Wir kommen zu sich. Erhöhen Sie die Sulfentamilmenge. Soll ich mit der Tätowierung anfangen? Legen Sie los. Okay, okay, okay. Wie fühlst du dich, mein Junge? Dies ist die Witwe von Steve Rowland, dessen Identität du angenommen hast. Steve war Nummer 13. Ich war 17. Die Köpfe der Verschwörung haben meinen Mann von Mongoose ermorden lassen. Aber Steve ist es gelungen, sich herzuschleppen, bevor er starb. Mhm. Eines Tages werde ich die Gesichter kennen, die ihn verraten haben. Ich will sie alle haben. Alle? Hörst du? Von Nummer 1 bis 20. Und ich will wissen, welcher Mistkerl den Mord an meinem Freund Sheridan in Auftrag gegeben hat. Und warum? Okay, also wir sollen alle umbringen. Wenn Steves Geist zu spuken beginnt, werden sie Fehler begehen. Möglicherweise merken sie aber auch, dass du sie betrogen hast, Kim. Ah, ich darf sogar rumlaufen in der Vergangenheit. Okay, und nun? Mit mir redet eh keiner, wie es aussieht. Soll ich mich noch umsehen hier? Ich habe immer eine Waffe in Reichweite. Für alle Fälle. Sehr schön. Hey, kannst du mich verstehen? Ich denke schon. Hör zu. Ich habe drei Mitverschwörer identifiziert. Sie treffen sich im Spätslager zu einer geheimen Sitzung. Du musst unbedingt dorthin. Mein Teil der Mission ist damit beendet. Was zum? Ja. Gib mir Deckung. Natürlich, natürlich. Hab das Versteck gefunden, hier rüber. Checkpoint erreicht. Speichern. So, jetzt hat er direkt mal eben einen Raketenwerfer hinter ihr hergeschossen. Super. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht draufgehen. So einfach ist das. Oh Gott, hier ist alles voll. Ja, hier ist alles voll. So. Ja, Leute, nun geht das los. Super, den haben wir schon mal erledigt, aber wir sind auch gerade draufgegangen. Boah. Eine Gnade! Ja, da oben ist der Kerl. Ich muss den killen da oben. Ach, Scheiße!
ich muss die erledigen. Ach, verdammt. Ja, ich weiß nicht, man sollte vielleicht nicht unbedingt aus der Hütte rausrennen, aber das Problem ist ja, dass die auch von den Bergen da oben schießen und die kriege ich sonst nicht, weil ich kein Scharfschützengewehr habe. Und mit der Uzi komme ich da oben nicht so hin und ja. Wie machen wir das denn am besten? Da brauchen wir eine gewisse Taktik. Ich glaube, so schlecht war das gar nicht, was ich da gemacht habe. So, das haben wir schon mal. Erstmal ein kleines Medikit. So. Hier liegt noch eins. Wahaga. Ach, hier können wir gar nicht lang. Also ich muss mich irgendwie von der Hütte aus hier durchschlagen. Versuchen wir es erstmal von hier drin. Den haben wir. Keine Gnade! Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir von hier aus ballern. Mal gucken. Ja, Scheißendreck. Na, wenn, dann muss ich erst raus. Das ist alles nichts. Komm her. Ach, den kann ich. Gut, den kann ich von hier treffen. Sehr gut. Gut, das reicht sogar von hier aus anscheinend. Hinter mir? Ach Kacke, da steht einer. Ja, super. Hallo. Das war wieder total dämlich. Oh, ich habe ein Maschinengewehr eingesammelt. Das ist doch gut. Eine AK. Langsam möchte ich den aber treffen. So. Ja, ein Heli, ne? Supi. Oder ist das unser Heli? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einer weg. Den müssen wir auch noch kriegen, da. Och, Mensch, du Scheißdreck. Haben wir noch ein kleines Medikit, ja. Okay, pass mal auf, wir machen das mit dir. Das scheint doch nicht unser Heli zu sein. Wie machen wir den denn mal eben kalt? Uzi? Oder kann man da einen drin treffen? Kann man. Einen haben wir. Ach, da oben ist noch einer. Komm her. Ach, komm her, du. Das ist doch nicht wahr. Ah.
Nehmen wir, muss ich ja versuchen mit dem hier. Wir haben ihn. Wir haben ihn, ja, ich bin noch hier. Wir werden ihn kriegen. Okay. Da ist Kim, ich hol sie raus. Aber was macht sie denn? Verflucht, sie verzieht sich. Komm schon, lass uns verschwinden. Ich wusste, dass wir ihr nicht trauen können. Aha. Holt den Raketenwerfer. Nein! Bitte nicht. Jagt das Haus in die Luft. Oh Gott. Geh schon. Das steht aber noch. Ich renne einfach mal zurück, in der Hoffnung, dass das richtig ist. Da ist der Heli da hinten. Okay. Vielleicht mein Ziel. Nein. Also irgendwas muss ich da anscheinend noch machen. Oder den Typen mit dem Raketenwerfer jetzt erledigen, der da anscheinend rumtübelt. Ah. Also irgendwo steht hier noch einer anscheinend. Ich geh doch jetzt nicht ins Haus rein. Jetzt, wo ich weiß, dass da einer mit Raketenwerfer drauf zielt. Ich bin doch nicht lebensmüde. Och, Leute. Ach, jetzt ist hier auf einmal offen. Gehen Sie zu Jones und Carrington zurück. Aua. Ist denn hier eine? Da! Okay. Huiuiui. Oh, ich bin gerade so ein bisschen nervös hier. Macht aber nichts. Muss ja auch mal sein. Ist das ein Typ? Nee, das ist ein Baum. Kann ich hier runter? Sieht so aus. Noch einer runter? Oh, oh, oh. Das fühlt sich nicht gut an. Das war die Hütte. Vorsicht! Lawine! Ach toll! Sie verlieren das Bewusstsein. Das gehört aber anscheinend dazu. Okay, alles klar. Dankeschön. Hier ist er. Tötet ihn nicht. Ich möchte ihn vorher noch ein paar Fragen stellen. Wenn sich die Nacht meiner Seele bemächtigt, Dr. Dürrenstein, die sagen, dass der Schmerzmann ist. Krieger in Block C erwartet. Pfleger. Okay, wir sind anscheinend in irgendeiner Krankenstation gelandet. Oder wo laufen sonst Pfleger rum? Würde ich jetzt mal so vermuten. Mal gucken. Anscheinend müssen wir wieder ausbrechen. Ab hier kenne ich das Spiel nicht mehr ganz so genau. Wir werden sehen. Jetzt, da ich geheilt bin, Doktor, darf ich zurück in meine Einheit? Ja, Irrenanstalt trifft's besser. Schweißfliege, Schweißfliege, McCall ist eine Schweißfliege. Okay. Das schreit geradezu nach einer Speicherung. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ich möchte hier nicht länger als nötig bleiben. Ich werde wahrscheinlich nicht einfach die Zelle öffnen können, nee. Wie sieht denn das hier aus? Nicht toll. Habe ich irgendwas bei mir? Hat sich unser neuer Patient wieder etwas beruhigt? Ich bin die Ruhe selbst.